Hallo Freunde, willkommen zurück zu RimWorld. Ja, letzte Episode hat sich Chris unserer Kolonie angeschlossen und er arbeitet schon ein bisschen hier im Steinbruch. Wir haben inzwischen auch Stahl gefunden hier und nicht nur die ganzen Brocken. Natürlich noch nicht optimal, wie das hier läuft, aber ja, ich würde sagen, das kommt noch im Laufe der Zeit. Jetzt bauen wir Chris erstmal noch ein bisschen Klamotten. So, Parker brauchen wir nicht. Ein Cowboy-Hut stellen wir her. Ansonsten kriegt er eine Hose. Das wäre schön. Und ein Hemd. Weil halt. Ich hoffe, dass das dann auch passt, dass das einigermaßen Qualität hat. Und dass er das dann auch anzieht. Sieht wohl nach einer Lederhose aus. Aus. Okay, ein Cowboy-Hut aus leichtem Leder. Waffenhändler sind wieder da. Eine Menge Waffenhändler. Jetzt habe ich natürlich zurzeit noch nicht viele davon hergestellt. Da haben wir eine Menge Plaststahl. Ich hoffe nur, dass sie das nicht einschmelzen. Das bräuchten wir nämlich eigentlich hier. Ach nein, das ist schon voll. Läuft. Chris, du bist eigentlich unser verrücktes Genie. Du kriegst erstmal ein eigenes Bett. Und dann würde ich dich bitten, dass du dich mal mit ihm hier unterhältst. Ja, selber, Mu. Gut, was haben wir? Die haben 16 Medizin. Wir haben selber 10. Das ist erstmal okay. Die sind allerdings unterschiedlich. Ah, das verrottet langsam, glaube ich. Das ist noch topfit. Okay. Ansonsten, wir haben nicht viel, was die kaufen würden. Die haben eigentlich eine ganze Menge Zeug, das mich interessieren würde. Exzellentes Sturmgewehr zum Beispiel, aber das ist halt nicht günstig. Auf der anderen Seite, wir haben im Moment auch nicht viele Leute, die sich als Fernkämpfer eignen. Schade. Eigentlich. Ich meine, sind wir ehrlich, ich hätte das eigentlich schon ganz gerne, das Gewehr. Und wir können es uns auch leisten, aber ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, dass wir das kaufen. Ich glaube, da benutze ich unser Silber lieber, wenn dann dem nächsten Händler kommt, der Neutrumin anbietet oder Bauteile hat oder so. Was wir natürlich machen könnten, wir könnten mal so eine Funkanlage beziehungsweise so ein Funkfeuer machen. Und dann können wir bei orbitalen Händlern Zeug anfordern. Dann kommen die vorbei und dann wird gehandelt. Wir investieren quasi ein Bauteil, haben dann die Möglichkeit, vielleicht mehr Bauteile zu kriegen, vielleicht mehr Neutrumin zu kriegen. Können vielleicht unseren Stoßzahn mal loswerden und hast du nicht gesehen. Also ein paar Sachen könnte das schon, könnte positiv sein für uns. Auf der anderen Seite bräuchten wir halt auch erstmal da die Zähmung nicht mehr erneuert wurde, ist der Affe 1 wieder verwildert. Okay. Das heißt, wir haben jetzt hier wieder einen wilden Affen. Bitteschön. Nicht, dass mich das wirklich stört, ob das ein wilder oder ein zahmer Affe ist. Mit den Affen haben wir nicht wirklich viel zu tun. Okay, zeig mal, was brauchen wir eigentlich, um das zu machen? Das braucht 100 Materialien.
Silber will ich dafür bestimmt nicht auswählen. Das ist schon ganz gut so. Okay, bauen wir einfach weiter lang Schwerter. Das ist halt übel, wie lange das dauert. Auf der anderen Seite sind die Langschwerter halt auch recht brauchbare Waffen. Gacker hat seins. Damit hat er eigentlich auch ganz gut Schaden gemacht. Graue könnte eigentlich eins brauchen. Wobei wir mit dem nicht wirklich kämpfen. Zack hat immer noch seine Keule. Der baut sich gerade ein Langschwert, das ist okay. Kane ist bei keinem wirklich gut. Und Chris hat ein Rieseninteresse am Nahkampf. Das heißt, für ihn wäre so ein Schwert eigentlich auch nicht schlecht. Ja, Rieseninteresse. Eine Flamme. Das ist okay. So, wie sieht's aus mit unserer Baumwolle? Die sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. 84%. Demnächst wird geerntet, dann haben wir einiges an Stoff. Dann können wir hier den Aufenthaltsraum fertig bauen mit den tollen Geschichten. Und können einige Teppichböden verlegen. Wäre doch gar nicht so doof. Das ist Kane. Kanes Schlafzimmer. Kane könnte sich vielleicht über einen Nachttisch freuen. Läuft. Hier drüben haben wir in Auftrag gegeben, dass das ganze Pflanzenmaterial entfernt wird. Hier drüben wächst schon wieder ganz gut nach. Auch Bäume. Das passt soweit. Zack baut sich sein Schwertchen. Das wird auch super. Wir sind auch hoffentlich bald soweit, dass wir die Richtung Krankenbetten haben. Ja. Dauert nicht mehr lange. Dann können wir beim Krankenhaus weiterbauen. Die ziehen weiter. Das passt. Die Frage ist jetzt, wo ist der Cowboy-Hut? Okay, Rere hat den Hut getauscht, weil der ist so gut wie hinüber. Ziemlich verschlissen. Passt. Geben wir noch ein paar davon in Auftrag, auch Hosen, Hemden, Hose aus Hundeleder. Warum nicht? Chris, ich würde mich sehr freuen, wenn du Kleidung tragen würdest. Na also, wenigstens hat er eine Hose an. Gibt es Stiefel? Kane hat auch. Na also. Jeder hat einen Cowboy-Hut an. Geht doch. Jade. Auch nicht schlecht. Kaninchen. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Aber das ist eine Mine. Da brauchst du nicht durchfegen. Das heißt auf der anderen Seite, dass der Rest des Lagers sehr reinlich ist. Freut mich. Gut. Bauen wir hier die Wand rein. Das läuft. Dann können wir hier auch noch ein bisschen Boden reinziehen. Forschung abgeschlossen, die Krankenbetten. Sehr schön. Dann würde ich sagen, wir haben noch eine ganze Menge Zeug vor uns. Die Transportkapseln lachen mich irgendwie an, weil wir damit sehr schnell zu anderen Gebieten können. Und damit könnten wir dann zum Beispiel in Nachbargebieten relativ leicht nach Bauteilen suchen. Würde uns sehr helfen. Geschütztürme wären toll, dann brauchen wir uns um die Verteidigung erstmal nicht mehr so viele Gedanken zu machen. Die wünsche ich mir eigentlich schon eine Weile. Geothermale Energie. Strom haben wir im Moment noch nicht so das Riesenproblem mit. Deshalb würde ich das erstmal noch zurückstellen. Sterile Materialien wären toll. Fürs Krankenhaus. Nehmen wir erstmal die Geschütztürme mit. Das geht relativ schnell, weil es nur 1000 ist. Und das kann an zwei Tischen geforscht werden. Das heißt,
Kane und Graue arbeiten da quasi Hand in Hand und dann sollte das ziemlich fix gehen. Und dann können wir mal gucken, ob die Geschütztürme Bauteile brauchen oder nicht und dementsprechend vielleicht ein bisschen was ausbauen. Machen wir das mal hier hin. Die Kommode kommt dahin. Nachttisch machen wir hier hin. Dann ist das auch schon fast wieder ein fertiges Gebäude für wen auch immer. Ich bin mir sicher, wir kriegen nach und nach mehr Leute in die Kolonie. Dann passt das. So, was brauchen die Krankenbetten? Hier haben wir Krankenbett aus Stahl, Silber, Gold, Plaststahl oder Uran. Ich bin kein Experte, aber ich glaube, ein Krankenbett aus Uran hat irgendwie den Zweck verfehlt. Nur so eine Idee. Ne, ich denke, das bauen wir aus Stahl, das ist okay. Okay, brechen wir ab. Danke, Zack, aber erstmal nicht nötig. Die brauchen Bauteile und zwar nicht wenig. Das hat sich ja gar nicht gelohnt. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass das ohne Bauteile geht. In unserer Nähe wird ein Flüchtling gejagt. Ein Stiletto-Assassine namens Dingsda kontaktiert dich aus der Nähe. Sie wird gejagt von Piraten der Fraktion Geiermänner. Fleht um Hilfe. 52. Für mehr keine Zeit. Vier Plünderer. Schläger. Ich würde sagen, da bieten wir Zuflucht. So, was kannst du? Du kommst gerade erst hier rein und hasst Zack. Er kennt dich nicht mal, aber du hasst ihn. Klingt fair. Rere. Bitte hierher. Gacker. Bitte hierher. Zack hat leider kein Langschwert. Man wünscht sich wirklich, dass das klappt. Ha! Chris, du bist interessiert an Nahkampf. Dann hol dir mal ein schlechtes Langschwert und dann gucken wir mal, dass wir dich irgendwie in den Kampf kriegen. So, läuft. Gackert ein Laufrausch. Okay. Jetzt natürlich die Frage. Sie ist gleich in Sicherheit und macht sich erstmal über rohen Reis her. Okay. Fernkampf, Nahkampf, Medizin. Oh Junge. Nicht schlecht. Da haben wir die Geschichte. Die greifen auch sofort an. Vier Stück, alles Nahkämpfer. Der gutste heißt Noob. Noob Sanitäter. Könnte ein Fernkampfgenie werden. Schießwütig. Naja, vielleicht auch nicht. So, die kommen natürlich sofort um die Ecke hier. Psychische Beruhigung. Deine weiblichen Kolonisten lächeln zufrieden. Das freut mich. Läuft. Der ist im Fluchtmodus, aber wir können mal gucken, dass wir den vielleicht. Was hast du denn da Schönes? Du trägst 5 Ambrosia. Na, meinetwegen. Auch hinüber. Schade. So, lass mal gucken. 1, 2, 3. Waren das nicht mal 4? Ja, yep, waren 4. Den werden wir eigentlich nicht mehr einholen.
Und sie hat sich gleich einen Cowboyhut geschnappt. Warum auch nicht? Dann zieht's nicht so um die Ohren rum. Das passt soweit. Okay, dann könnte am Gemeinschaftsraum hier ein bisschen was umziehen. Dich möchte ich neu installieren, weil wir da einfach wenig Ressourcen verlieren. Das müssen wir leider abreißen. Das kann ich leider nicht neu verbinden. Aber das hier können wir neu installieren. Die Lampe bringen wir mal darunter. Partyzone. Bauen wir mal eine Kopie hier drüben. Ich denke, das ist okay. Und dann bauen wir hier eine Kopie davon. Und das Ding können wir abreißen. Okay. Dann möchte ich hier drüben zumachen, sobald es hier abgerissen ist. Dann kriegen wir das nach und nach fertig. So, lass mal gucken, wie groß ist das im Innenraum, dass ich hier nicht irgendwie eine Blödheit mache und gleich alles zusammenkracht. Wenn wir von hier nach da messen, haben wir 13. Simpel. Wir machen natürlich die Außenwände alle zwei breit, sonst wäre das ja blöd. Von hier runter haben wir 19. 13 auf 19. Das ist okay. Das heißt, das wäre die Mitte in diese Richtung. Versteckte Gegenstände. Das schauen wir uns gleich an. Ja, machen wir es gleich. Dann haben wir es hinter uns. So, was haben wir? Eine Powerkralle und ein Zielgerät. Tornado-Generator. Danke. Brauche ich erstmal nicht, glaube ich. Ich meine, wenn unsere Gegner Tornado-Generatoren haben, dann ist es für uns natürlich nicht so prall, aber wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? So, machen wir hier eine Säule hin. Hier die andere. Und mit den zwei Stützsäulen, die richtig schön mittig liegen, sollte eigentlich auch überall das Dach drauf bleiben. Hoffe ich zumindest. So, reißen wir mal die beiden Geschichten ab. Und das Ding installieren wir neu. Ich würde sagen hier. Gut, und dann kümmern wir uns auch noch gleich um die Geschichten hier. Auf das mit dem neuen Kühlraum demnächst fertig ist. Einfach damit wir mehr Platz haben. Da können wir vielleicht ein bisschen beschleunigen. So, lass mal gucken. Du bist psychopathische Assassine. Du möchtest nicht sozial oder künstlerisch tätig sein und du bist zu klug. Sie ist zu intelligent für andere. Sie lernt wesentlich schneller als andere, kann aber auch ziemlich egozentrisch sein. Okay, wie machen wir das? Eigentlich brauchen wir für sie eine richtig schöne Fernkampfwaffe. Dann kann sie jagen gehen und Rehre kocht. Das heißt, wir könnten
Riri bitten, das Ding wegzulegen. Und sie bitten, das Ding vielleicht aufzunehmen. Okay, dann richten wir die Arbeit ein. Die Sachen hier haben wieder höchste Priorität. Arzt hat sich Stufe 6, das ist okay. Würde ich sagen. Kochen macht sie nicht, Tierpflege macht sie nicht und Bauen macht sie nicht, weil sie das einfach nicht wirklich kann. Jagen allerdings ist, denke ich, eine Riesenpriorität für sie. Da sollte sie ziemlich gut funktionieren. Für den Rest brauchen wir sie eigentlich nicht. Das heißt, sie könnte dann zusätzlich vielleicht noch als Reinigungskraft arbeiten. Kaninchen da ein bisschen entlasten. Das heißt, sie setzen wir genauso ein wie Kaninchen, nur dass sie zusätzlich noch jagen geht. Gucken wir mal, was sie jagen könnte. Chinchillas und Ratten sind ein bisschen nicht so prall, würde ich sagen. Geben wir mal den Auftrag, einige Schildkröten zu jagen. Dann gibt es demnächst Suppe. So, müsste eigentlich hinhauen. Okay. Dann hätten wir das. Wir können dann hier im Kühlraum verschiedene Lagerzonen einrichten, denke ich. Dass wir wirklich ein Lager für die Kartoffeln haben, eins fürs Reis, eins für den Mais. Medikamente werden wir ja wahrscheinlich hier unten lagern. Oh, das finde ich toll. Ihr habt das runtergestellt und ist kaputt gegangen. Bin begeistert. Ja, für Nahrungsmittel können wir auch ein Lager haben. Für zubereitete Nahrung. Das sollte dann klappen. Da fällt mir ein, wenn wir hier ein Lager machen für Medikamente, sollte das vielleicht auch ein Kühlraum sein. Und wenn das ein Kühlraum wird, dann ist das besser mit doppelten Wänden. Prallen da die Geschosse zum Teil ab? Also entweder ist das eine ziemlich lumpige Knifte oder die Schildkröten hier haben ziemlich krasse Panzer. Ah, logisch. Ich dachte, im ganzen Lager ist wieder was ausgefallen. Nee, alles gut. Alles gut. Wir müssen natürlich Stromleitungen hier runterlegen. Jetzt sind wir natürlich schon hier. Das bedeutet für mich, wir machen das mal so. Und dann sollte das ganze Krankenhaus mit Strom versorgt sein. Auch wenn ich mir noch nicht so ganz sicher bin, ob ich das hier unten gut finde. Denn wenn wir hier einen Kühlraum haben. Ja, das passt. Das ist völlig okay. So richtig glücklich bin ich noch nicht mit dem Raum oder mit dem Krankenhaus. War wohl nicht kaputt. Oder es hat nur Metall gebraucht zum Reparieren. So oder so eigentlich alles gut. Okay, lass uns mal überlegen, wie machen wir das am geschicktesten hier drüben mit einem angemessenen Kühlraum, sage ich mal. Planungstool wird schon. Ja, wenn ich hier die Wände 2 runter mache, dann wird das hier höllenklein. Macht wenig Sinn. Da hätte ich eigentlich vorher schon dran denken müssen, dass der Kühlraum
im Krankenhaus natürlich auch zwei breit. Achso, das ist das Übliche. Ja, das ist okay. Dann stellt sich natürlich die Frage, wie groß brauchen wir den Lagerraum hier? Weil wir haben relativ viele Medikamente. Aber wir haben hier einen riesen Kühlraum. Wir könnten eigentlich. Passt auf, das machen wir anders. Das machen wir anders. Und zwar, wir lassen die Medikamente in unserem Kühlraum, machen aber hier drüben eine Lagerzone nur für Medikamente. Dann hat man vom Krankenhaus auch einen relativ kurzen Weg darüber. Dann brauchen wir hier erstmal kein eigenes Lager. Ich denke, das ist okay. Den Platz hier oben können wir später aber vielleicht nutzen für einen Operationssaal oder ähnliches. Und vielleicht machen wir hieraus später, viel später, einen Lagerraum. Vielleicht für Prothesen oder irgend so ein Blödsinn. Kaninchen hat eine Nahrungsmittelvergiftung von einfacher Mahlzeit bekommen. Ursache unfähiger Koch. Hallo, Rere kocht. Du bist ganz schön weit weg. Zack schläft. Schade. Ich hatte eigentlich vor, dass er Kaninchen rettet. So, du rettest Kaninchen. Du bist schließlich unser zweiter Arzt. Dann passt das. So, diese Stützpfeile geben und diesen Stützpfeiler geben wir auch noch direkt in Auftrag. So. Und sie übernimmt jetzt die Reinigungsfähigkeit oder Tätigkeiten. Das ist auch nicht schlecht. Okay. Gut, jetzt haben wir hier unten Strom. Das bedeutet, wir können ein paar Lampen hier runterziehen. Stahl sollten wir genug haben. Kriegt hier jedes Zimmer ein. Wie gut sind die? Das ist ein schlechtes Bett, das ist ein normales Bett, das ist ein schlechtes Bett. Ja, die reißen wir mal ab. So, Forschung. Was forschen wir als nächstes? Transportkapseln. Nee, wir machen vorher sterile Materialien. Dann können wir die Küche steril machen, in der Hoffnung, dass bei der Zubereitung weniger schief geht. Wir hatten in letzter Zeit zu viele Nahrungsmittelvergiftungen. Und machen das Krankenhaus steril. Das ist dann auch besser, dann kriegen wir nicht so viele Infektionen. Und naja, wenn wir mal eine Operation machen müssen, wäre das auch nicht schlecht, wenn wir dafür einen sterilen Raum hätten. So, ansonsten geben wir noch ein paar Möbel in Auftrag. Und zwar erstmal normale Betten. Daraus werden dann Krankenbetten. Ich denke, dass Kaninchen sich hier drüben nicht sonderlich wohlfühlt, wo alles offen ist. Leute rein und raus rennen und hier wird allgemein noch ein bisschen viel umgebaut. Wo wir gerade von Umbauten sprechen. Ach nee, jetzt haben wir. Das ist ja ärgerlich. Das ist ja ärgerlich. Fehlt uns da drüben ein stabiler Boden, damit wir die Wand gerade machen können. Und hier daneben haben wir auch noch sumpfige Erde. Das ist ja ätzend. Das heißt, da wäre eigentlich eine Pumpe nicht schlecht demnächst. Für die Pumpen brauchen wir aber Bauteile. Für die Bauteile
brauchen wir effektiv den Analysator und für den Analysator brauchen wir Bauteile. Das heißt, wir kommen nicht drum rum, wir werden demnächst auf jeden Fall einen Ausflug machen müssen, denn die Händler tauchen einfach nicht auf. Wir müssen aus dem Nachbargebiet einige Bauteile sammeln gehen. Inspirierter Chirurg. Ich will sie jetzt gerade nicht auf Kaninchen loslassen. Stimmt, sie hat noch kein eigenes Bett. Lassen wir sie hier unten erstmal schlafen. Das ist ein normales Bett, das ist erstmal okay. Schauen wir mal. Die Betten sind inzwischen ja auch weg. Das ist okay. Ja, dann kriegt sie dieses Zimmer hier, diesen Wohnbereich. Ich meine, es ist soweit eingerichtet. Sie hat sogar einen Sumpf im Vorzimmer. Das ist etwas, das hat nicht jeder hier. So, was treibt Zack eigentlich gerade? Er trägt Holz in Lagerzone 1. Das ist okay. Wobei wir die Lagerzone hier oben demnächst mal auflösen müssten. Wir haben hier unten eine richtig schöne große Lagerzone. Da kriegen wir alles unter, was hier oben drin ist. Jupp. Machen wir demnächst. Aber ich will vorher noch den Kühlraum soweit fertig haben. Damit die ganzen verderblichen Sachen dann auch direkt in den Kühlraum eingelagert werden. Das bedeutet, wir müssen hier auf jeden Fall noch ein paar Wände reinmachen. Das sollten wir weiter hochziehen. Dann möchte ich hier noch ein kleines Stück Wand haben. Hier eins. Die Tür können wir abreißen. Da kommt dann auch gleich Wand hin. Halt, Strukturen. Da waren wir schon richtig. Okay. Diese Zipfel hier sind für ein Schleusensystem. Machen wir das so. Kaninchen kann wieder laufen, das ist fein. Okay, dann geht es ihr also wieder gut. War wohl nur eine leichte Lebensmittelvergiftung. So, das gehört ihr. Das passt. Und dann machen wir hier raus ein Krankenbett. Hier raus auch. Die reißen wir ab. Und wenn wir schon dabei sind, Sachen abzureißen, brauchen wir diese Wände nicht mehr. Den Kram können wir abreißen. Die Lampen werden wir neu aufstellen hier drin. Ich denke, mit 4 Lampen kommen wir hier ganz gut zurecht. Dann ist alles hell erleuchtet. Wir haben neue Besucher. Ein Glitzerweltoffizier. Hui. Er scheint ein paar Gegenstände zum Handeln dabei zu haben. Glitzerweltoffizier, das klingt ja schon mal wahnsinnig beeindruckend. Na, gucken wir mal. Wird früher oder später im Lager ankommen und dann bitten wir unseren Freund Chris, dass er sich da mal drum kümmert und handelt. So, lass mal gucken, was ist denn derzeit noch offen? Hemden sind offen, was brauchen wir dafür? Wolle oder Stoff. Und zwar 45, wir haben nur 21. Und die Baumwolle ist bereit zum Ernten. Da sollten wir vielleicht demnächst mal loslegen. Wer ist denn noch für die Feldarbeit eingeteilt? Das wäre Rere. Machen wir da die Priorität ein bisschen höher. Kaninchen kann wieder ein bisschen aushelfen auf dem Feld. Und Chris. Jane hat früher die Feldarbeit gemacht, macht sie jetzt ja nicht mehr. So, wo haben wir denn unseren Glitzerweltoffizier?
Der müsste sich doch langsam aber sicher irgendwo hier bewegen. Kommen Besucher durch unsere Türen? Ist die nächste Frage. Das Kassier da ausbricht. Da haben wir ihn. Haha, Chris. Handeln. Jetzt. Ich kann gucken, es wird gehandelt. So, was hast du denn? Du hast Stoff. Nein, du möchtest Stoff. Du hast Peno. Brauchen wir nicht unbedingt. Du hast ein bisschen Medizin. Brauchen wir auch nicht unbedingt. Du würdest uns aber den alten Cowboyhut abkaufen und auch die alte Vogellederhose. Das ist eine feine Sache. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir dir noch die Medizin ab. Das investiere ich gerne. Dann sind wir fertig. Das war ein bisschen enttäuschend. Da dachte ich eigentlich, da kommt ein bisschen mehr bei rum. So, lass mal gucken. Wir haben hier einen Mini-Geschützturm. Der braucht Bauteile. Ich hab's gewusst. Und er geht schon wieder. Na, bitteschön. Ja, das mit den Bauteilen wird langsam wirklich lästig. Das bedeutet, wir machen uns demnächst an die Arbeit, eine Karawane aufzustellen und uns ein Nachbargebiet anzugucken. Eins, das möglichst hügelig ist. Das hier müsste unsere Basis sein. Nein, ist es nicht. Grünfeld ist es auch nicht. Das ist unsere Basis, logisch. So, hier drüben haben wir tropischer Regenwald. Große Hügel. Hier haben wir große Hügel. Hier haben wir große Hügel. Okay. Lass mal gucken. Standardwerte, die tatsächliche Geschwindigkeit kann abweichen. Das ist relativ wenig Reisezeit. Das passt. So, wie kriegen wir hier eine Karawane hin? Ich meine, mit solchen Zielen hier. Oh. Da haben die weißen Beckenleute ein Handelsding. Ja, ist vielleicht nicht sehr clever. Gefangenenlager. Mit zwei Gegnern. Auch nicht so ganz das, wo ich als nächstes hin möchte eigentlich. Hier geht's. Okay. Karawane erstellen. Wir nehmen... Ich würde sagen Gaka. Und... Kane. Auf die Route nach nebenan. Sollte relativ schnell gehen. Und da haben sie dann auch wenig, da brauchen sie wenig Nahrung. Das sollte echt fix gehen. Im Nebengebiet sollte niemand sein. Ein paar wilde Tiere vielleicht, aber wir hatten auch schon bei uns wilde Tiere. Schlangen, Panther, Wagen, den ganzen Blödsinn. Ich glaube nicht, dass die unsere Leute direkt angreifen. Aber beide können Bergbau betreiben. Okay, geben wir denen noch ein bisschen Nahrung mit. Was haben wir denn? Wir haben allgemein viel zu wenig Nahrung. Immer noch. Gut, brechen wir das im Moment nochmal ab. Wir sollten uns wirklich darum kümmern, dass Rere in der nächsten Episode hauptsächlich Zeug kocht. Dann brauchen wir den Lagerplatz. Okay. Wir machen das so. Hier ist jetzt im Prinzip alles soweit fertig, in Anführungszeichen. Wir haben die Schleusen als Zugänge. Das heißt, wir können jetzt hier drüben
die Wände einreißen können, die Lampen neu stellen können, die Böden machen. Das machen wir als erstes in der nächsten Episode. Dann teile ich die Lagerplätze ein, während das gebaut wird. Und dann haben wir jede Menge Platz und lösen das Lager auf. Zugunsten von diesem Lager. Und Rere wird quasi an den Herd gekettet, auf das sie möglichst schnell Zeug kocht. Und sobald wir das haben, dass wir, sagen wir, 5 oder 10 Proviant haben, geben wir das der Karawane mit. Und dann suchen wir uns Bauteile im Nachbargebiet. Wird langsam Zeit. Und dann kommen wir hier mal in die Puschen. Dann kriegen wir den Analysator fertig und ein paar andere Dinge. Dann können wir die Sachen auch demnächst selbst herstellen. Werden hier drüben mit der Mechanikwerkbank fertig. Dann können wir eigene Waffen bauen. Wenn Waffenhändler vorbeikommen, können wir das teuer verkaufen. Das wird super. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.